Also ganz grundsätzlich habe ich halt das Gefühl, dass wenn ich im Wald bin, dass ich irgendwie sehr unwichtig werde. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Bäume vielleicht uns ein bisschen belächeln, wie hektisch wir sind und wie wir in einer Tour irgendwelchen Sachen nachrennen. Und gerade diese Global Warming-Geschichte, die CO2-Geschichte, die ist halt so ein bisschen länger, so dass wir das gar nicht so richtig fassen können, weil wir einfach nur 70, 80 Jahre leben. Und da denke ich, da ist der Moment, wo wir das so ein bisschen von den Bäumen lernen können. Es gibt noch was nach uns. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde. Es gibt einfach viel wichtigere Sachen. Wir haben das Problem, dass wir jetzt das vierte Jahr in Folge schon keinen richtigen Frost haben. Wenn wir das Holz ernten wollen, können wir das halt mit schwerem Gerät und das macht den Boden kaputt. Und das wollen wir nicht. Deswegen haben wir gerne durchgefrorenen Boden und den haben wir nicht mehr. Das heißt, wir spüren das schon sehr, dass es wärmer wird. Deswegen ist es mir persönlich ein Anliegen, wenig CO2 auszustoßen. Deswegen finde ich auch die Erdgastechnologie so schön, weil wenn man das richtig macht, dann hat man nahezu gar keinen CO2-Ausstoß. Ich bin ja in der Holzernte beschäftigt, das heißt, wir ernten im Grunde das, was die Generation vor uns herangezogen hat. Und das, was wir pflanzen und forsten, das ist auch für die Generation nach uns. Also das, was ich jetzt mache, die Ergebnisse davon, die werde ich nicht erleben. Wenn ich weiß, ich mache das gut, ich mache das so, dass meine Kinder noch was davon haben, dann bin ich einfach hochzufrieden, stolz auf meinen Beruf. Ich mache das sehr gerne. Thank you.